Sie. Ja, Sie. Kommen Sie mal her. Kennen Sie den schon? Und ob Sie ihn kennen? Es gibt Gesichter, die funktionieren wie das Logo eines Markenprodukts. Oder wie die Prielblume in etwa. Da ist dieser Moment in der Mimik, der mit einem Mal ein Lebensgefühl offenlegt. Der Otti-Moment. Sir Quickly in Irgendwie und Sowieso. Die Rolle, mit der Ottfried Fischer berühmt wurde und die viel von ihm selbst erzählt. Der Sir verlässt den Hof, muss den Hof verlassen und findet dann aber wieder zurück und jetzt aber richtig. Nachdem er die Welt kennengelernt hat oder nachdem er das Gefühl verspürt hat für Heimat. Sagen wir mal, hinter die Berg da, da liegt doch gleich Salzburg. Ja, irgendwie, irgendwo. Salzburg, Freilassing, Rosenheim, Ebersberg, Texas. In 2 Stunden waren wir daheim. Kannst du mal mit dem daheim aufhören? Das ist ein sentimentaler Schmarrn. Ich will aber heim. Du hast ja überhaupt keinen. Der Mensch hat ja daheim, dass er weggeht und dass er wieder zurückkommt. So, und das kannst du jetzt auf Indisch übersetzen. Fischer ist, wenn man so will, gerade wieder heimgekommen. Seit Jahren leidet er an Parkinson. Dazu kam zuletzt eine Blutvergiftung. Wochenlang lag er auf Intensiv. Jetzt ist er nach Passau gezogen, ins Haus seiner Oma. Die hat er als Kind oft besucht. Bei der Oma war es gemütlicher als daheim auf dem Einhof. Daheim haben die Eltern nicht so viel Zeit gehabt für einen, weil ja der Hof bestellt werden müssen hat. Und deswegen war hier in Passau die ruhigere Kugel. Heimat ist da, wo dir die Todesanzeigen etwas sagen, heißt Ottfried Fischers neues Buch. Eine Art Biografie aus Kurzgeschichten. Der Anfang hier, Bauernbub aus Ornatsöd und wie er die Welt sieht. Irgendwo östlich von Passau, Bayerischer Wald. Ende 60er Jahre. Dorfdisco. Wenn wir zu den Red Devils wollten, dann haben wir 3 Kilometer gehen müssen. Aber eine glückliche Jugend war das eigentlich schon. So sah sie aus, Ottis Jugend, wie bei Irgendwie und Sowieso. Hinteres Niederbayern, wo der Bodenschatz Granit, wie Fischer schreibt, auch die Beschaffenheit der Schädel beeinflusst. Allerdings glaube ich vom Niederbayern, dass er der Freundlichere unter den Bayern ist. Nicht so wie der Oberbayer, der ständig schon an der speziellen Tracht zu tun hat, dass die stimmt. Da ist der Niederbayer lockerer. Nur Uli Hoeneß hat es geschafft mit seiner blöden Tracht für die Fußballer, dass die jungen Leute jetzt auch Leder, Kniebundhosen aus Leder tragen. Sieht furchtbar aus, hat es früher nicht gegeben. Meine lieben Landsleute. Natürlich wird es heute auf Nacht wieder ein paar gescheite Tablettereien geben. Allerdings werden diese Tablettereien nicht so ausschauen, dass eine anständige, verantwortungsbewusste bayerische Brauerei ihr Bier zum festlichen Anstich überhaupt nicht mehr hergeben mag. Der erste Fernsehauftritt in der Show von Werner Schneider. Damit überzeugte er auch seinen Vater. Es geht auch ohne Jurastudium. Bei der Kabarettgruppe Machtschattengewächse, frühe 80er. Thema damals der Überwachungsstaat. Auch Kabarettisten sind im Visier, angeblich. Das war der Wunsch nach Wichtigkeit. Dass man als Kabarettist so ernst genommen wird, dass man überwacht wird. Dass der Verfassungsschutz ein Auge auf dich hält. Du bist nahe an der Veränderung der Welt, wenn sich die bestehende Welt schon gegen dich wehrt. Los geht wieder die eigentliche Qual im Flugzeug. Ja. Neben mir da sitzen zwei solche Affen, die schon am Anfang so blöd geschaut hat, wo sie, die Stewardess, durch den ganzen Flugzeugkörper gebrüllt hat. Wo ist denn der Herr, der den Zusatzgurt braucht? Der Otti-Moment. Dazu gehört eine durchaus ansehnliche Korpulenz und Selbstironie, mit der die Schwergewichtigkeit vorgetragen wird. Raunzende Wiener! Schwer ist leicht was, heißt sein erstes Soloprogramm. Ich glaube, wenn ich dicken Menschen spiele, dann wird sich jeder denken können, wo ich die Idee dazu hatte und woher ich die Informationen habe. Am eigenen Leib erlebt, und da ist genug Leib da, an dem man was erleben kann. Wenn ich heute ins Übergrößengeschäft komme und sage, ich hätte gerne Hosen, dann sagt die Verkäuferin, nee, ersten Stock. Und dann sage ich, erste Hosen. Kabarett und Fernsehstar,
Wie das zusammengeht? Es kommt auf die Haltung an, sagt Fischer. Der Bulle von Tölz ist immer mehr für die Gerechtigkeit als für das Recht, für die Unteren, nicht für die Oberen. Jubilate heißt jeder Tag, auf dem der Arbeitssegen lag. Du Psoffers Borgscheidel, was warst denn du? Viele Jahre gehört Fischer zu den beliebtesten und meistbeschäftigten Schauspielern. Der Bauernbub aus Ornatsöd. Im Herbst das Heimfahren, was man über den Winter zum Futtern braucht. Das ist, war für mich immer wichtig. Ich habe mir eine Eigentumswohnung gekauft, wo ich den ersten großen Erfolg hatte. Schwer ist leicht was. Und habe es aber sofort abgezahlt, dass sie da nichts hat. Das ist ein typischer bayerischer Spruch, dass sie da nichts hat. Typisch bayerisch auch die Leichtigkeit dem Tod gegenüber. Der größte Adel für einen Bayern ist allustigleich. Die Beerdigung. Je mehr Geschichten es da über den Verstorbenen gibt, desto länger existiert er, sagt Fischer. Ich kann mir auch schwer vorstellen, dass danach was kommt. Wobei es leichter vorstellbar ist, dass was kommt, als dass nichts kommt. Betrachtungen und Anekdoten aus dem Leben, vom Weggehen und Heimkommen. Heimat ist dort, wo man den Bauch nicht einziehen muss, sagt Ottfried Fischer. Eine schöne Definition.